Hey YouTube, schön, dass ihr da seid. Eine weitere Folge LSPDFA heute mal wieder in Fort Sancudo. Und wie ihr sehen könnt, sind wir mit dem Militär unterwegs. Um genauer zu sein, mit der Militärpolizei. Das Outfit, das ich mir ausgesucht habe, ist zum Spaß entstanden. Also dieses Outfit mit dieser Born-to-Die-Mütze, der Waffe, dem Skin, alles, was ich hier so trage, ist so ein bisschen random entstanden. Aber ich hatte irgendwie Lust drauf, mal was anderes zu tragen als die Standard Uniform, mit der ich hier die ganze Zeit rumrenne. Ist ja grundsätzlich auch egal, weil Polizist sind wir so oder so. Und noch eine wichtige Frage. Der Livestream-Chat hat sich dafür ausgesprochen, dass ich in Zukunft eben auch für YouTube mein Gesicht mit der Facecam zeige, mit dem Overlay, das ihr hier habt. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr das cool findet, ob ich das so lassen soll. Oder ob ihr sagt, nee Ralf, mach mal auch ohne Kamera oder vielleicht ein anderes Format daraus machen. Ich weiß es nicht. Deswegen eure Entscheidung. Bitte in die Kommentare. Ach ja, liken nicht vergessen. Sorry. Entschuldigung. Okay, soviel zum Spiel selbst. Wir fahren, würde ich sagen, mit welchem Farbe denn? Links, Mitte, rechts. Ich bin eigentlich für alle drei sehen geil aus. Ne? Grüße gehen raus an HPM. Von denen habe ich die Fahrzeuge. Leider sind die nicht mehr öffentlich verfügbar. Aber ihr könnt sie deswegen bei mir sehen. So, der Reno, der Typ, der den da geparkt hat, ist auch ein bisschen Arsch. Weil der weiß ganz genau, dass ich rausfahren will. Wo ist der eigentlich hin? Der ist da vorne hier, ist in die Garage rein. Aber eine blöde Frage, was ist denn das für eine Garage hier? Ist das jetzt hier die Feldjäger Garage oder wo sind wir hier? Lass mal die Waffe wegnehmen hier. SWAT Units? Vinewood Park Drive. Holy shit, ist das weit weg. Das ist a person with a firearm. Ist halt am Arsch der Welt, ne? Sorry, aber Leute. Machen wir nicht. Können Sie selber machen. Da habe ich weniger Bock drauf. Das ist mir zu weit weg, da will ich jetzt nicht hinfahren. Okay, der Livestream-Chat hat auch schon gesagt, Mitte. Okay, dann werden wir das Fahrzeug nochmal umparken. Ich will ja nicht, dass es heißt, der Ralf hört nicht auf seine Zuschauer. Oh! Wow. Seht ihr jetzt, wie knapp das war? Beinahe gegen die Wand gefahren. So, wir parken. Okay, wir haben hier definitiv ein kleines Problem. Und zwar, ich muss mal ganz kurz gucken. Hier steht, a 999 caller come in about a drive-by theft. Was ist denn ein drive-by theft? Scheint so, als hätte jemand im Vorbeifahren etwas geklaut. Auf der Military Base. So, bitte einmal die Schranke öffnen. Danke für nichts. Wir sind im Einsatz, da können wir nicht warten. Das Fahrzeug ist schnell unterwegs. Seht ihr den roten Punkt auf der Karte? Machen wir kurz die Sirene aus. Unter mir. Nee, warte mal. Die sind... Holy shit, Alter. Wo sind die denn? Die sind auf der anderen Seite. Oh mein Gott, wie soll ich denn da hinkommen? Die sind auf jeden Fall am Strand unten. Was ist das denn für ein Fahrzeug hier? Alter, was ist das denn für eine Kolonne? Holy shit, was wird hier denn gerade? Was ist denn jetzt los? Warum fahren denn hier nur gepanzerte... Hallo? Alter, was ist denn hier los? Warum fahren hier nur gepanzerte Fahrzeuge rum? Alter Schwede, was ist das denn? Ich habe schon gedacht, das ist mein Leben, ey. Mein Leben! Das war skurril. Also das war wirklich skurril. Da habe ich gerade echt einen Moment gebraucht, um klarzukommen. Habe ich so noch nicht gesehen in GTA. Ja, ciao Sirene. Wow, beinahe Motorradfahrer mitgenommen. Also ich fahre gerade mal parallel zu dieser... zu dem Sumpfgebiet. Und hoffe, dass ich das flüchtige Fahrzeug nicht aus dem Auge verliere. Ich glaube, ich muss hier vorne über die Brücke fahren. Natürlich mal fett die Handbremse reinziehen hier. Yeah! Feldjäger, Alter! Das war geil. Also, mir hat Spaß gemacht. Ob das realistisch ist, ich weiß es nicht, aber... Okay, wir müssen hier vorne links an den Strand. Ich sehe unten links auf der Karte den Punkt, der jetzt unter der Brücke ist. Genau unter mir. Ich müsste jetzt hier rechts rauskommen. So, wir haben hier auf jeden Fall das Fahrzeug unter uns. Was ist denn das?
Was fährt denn da? Alter, das Motorrad. Stehen bleiben! Okay, wir rufen Air Support. Jetzt muss ich. Warum sind die da ausgestiegen? Ich muss hier vor. Okay, okay, wir fahren unter dem Tunnel durch. Na, die fanden es wohl nicht so geil, dass ich hier rumgeballert habe. Gut, ich habe den Helikopter gerufen. Der sollte jetzt das Motorrad erstmal aus der Luft verfolgen. Wow, wow, ich sollte vielleicht auf der rechten Straßenseite bleiben. Ich fahre jetzt erstmal den Eimer entlang hier und hier vorne dann runter. Ich hätte eigentlich einfach durch die Base fahren können, aber ich wusste nicht, dass der... Achtung, Handbremse! Ich wusste nicht, dass der Typ so krass abgeht. Alter, diese Drifts heute! 10 von 10, Mann! Ey, weg da! Nehmen wir diese Motorradfahrer. Der Mond sieht auch geil aus, oder? Chillt da sehr cool am Horizont. Also, wir fahren jetzt erstmal hier den Weg entlang, dann unter der Brücke durch, Chat. Und hoffe dann, dass ich dem Typen entgegenfahre. Wenn der nicht schon... Ja, der ist schon... Ey, jetzt ist er wieder auf der anderen Brücke, ey. Aber gut, ich hätte mich auch runterporten können. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ich habe gedacht, ich mache mal mehr einen auf Realismus. Aber die Karre ist halt auch mega lahm, ne? Ich meine, ich sag, ich mache einen auf Realismus und schieße erstmal mit der Waffe auf ihn. Ich weiß auch nicht ganz genau. Es hieß ja vorhin im Einsatz Drive-by-Theft. Und Drive-by-Theft heißt ja so viel wie im Vorbeifahren geklaut. Zumindest würde ich das übersetzen. Mal schauen, was wir da so finden. Ich bin zumindest ganz happy, dass ich den schon mal als markiertes Ziel habe. Somit konnte ich auch den Heli losschicken, der ihn verfolgt. Den sehen wir da vorne schon am Himmel. Und ich glaube, das Motorrad kommt gerade wieder auf uns zu. So, mal schauen. Sehen wir den? Da ist er. So, stehen geblieben, ihr Arschgesicht. Schön runter. Ah, runter auf den Boden. Runter auf den Boden, habe ich gesagt. Ich bin die Militärpolizei. Was ist denn jetzt passiert? Ja, was sind das für Geräusche? Was war das denn? Habt ihr es auch gehört? Ihr habt gedacht, mir holt ein Ufer ab. Ja, Entschuldigung, der Herr. Alter Dieb. So, erstmal durchsuchen, den ollen Mann. Was war denn das gerade für Geräusche, Chat? Habt ihr die auch gehört? War das bei euch auch so? Habt ihr auch dieses Tüdü-Tüdü gehört? Oder hat mich irgendwie auf dem Handy, auf dem Kopfhörer angerufen? I don't know. Ein Apple iPhone 6S hat er dabei. Ist auch noch illegal. Was zur Hölle ist hier los, ey, Game? Was ist hier los? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall bin ich gerade ein bisschen schockiert. So, Corona. Also, das Licht halt gerade bei mir im Twitch-Chat. Das war der Funk. Okay. Aber ziemlich, wie soll ich sagen, penetrante Geräusche. Die waren laut. Das waren die Geräusche vom Funk. Das ist wahrscheinlich zum Einsatz passend dann, oder? Vorne kommt der Corona gerade, wunderbar. Im Übrigen, noch eine Sache, YouTube. Ihr habt ja auch euch gewünscht, dass ich Sounds leiser mache. Das heißt, wenn mir jetzt jemand followt oder einen Sub macht oder Geld donatet, sollte das alles leise sein und ich habe die viel kürzer gemacht. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr den ganzen Bildschirm voll spammen, sondern es kommt einfach nur ein cooler Text mit dem Namen und der Information und es dauert vielleicht 2 Sekunden. Also ich hoffe, es gefällt euch auch. Vielleicht kommt ja jemand vorbei und zeigt uns, wie das mal in Zukunft aussieht. So, das Motorrad ist ganz klar eine Sache von Neuland, Leute. Da bin ich definitiv dafür. Wir werden mal Tow-Service. Oh, okay, ich habe noch Large Flatbed. Alles klar. So, jetzt mal eine andere Frage. Wie komme ich denn hier am Strand wieder nach da oben? Gibt's überhaupt hierfür eine Auffahrt? Ah ja, was mir gerade auch einfällt, guck mal. Was ich hier noch ein geiles Licht habe. Ah, das meine ich gar nicht. Das da. Das. Ich habe gestern aber, dass es noch so kleine Spielereien gibt bei ELS-Fahrzeugen. Wie zum Beispiel das hier, dass ich einfach nur die Lichter anmachen kann. Finde ich auch ganz geile Funktion. Ich würde sagen, wir machen mal das Oberlicht an. Wenn wir es schon haben. Es ist halt jetzt sowas wie Fernlicht, wenn ihr nach vorne schaut. Seht ihr das? Finde ich cool. Und auch der Mond. Mein GTA sieht gerade schon echt schön aus.
Und dann dazu noch die Facecam. Ist einfach eine Synergie. Ja, das ist wie Kirsche und Handtuch. Läuft. Perfekte Synergie. Gut. Wir gehen mal wieder in den Dienst. Ich bin mir jetzt aber echt nicht sicher, wo ich hier vorne rauskomme. Ich fahre hier so selten lang an diesem Stückchen Erde. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt bis jetzt noch keinen Tee überfahren habe, bin ich echt glücklich. Ich glaube, ich kann da vorne aber auch einfach den Hang hochfahren, oder? Ich glaube zu wissen, dass ich hier vorne einfach über die Wiese fahren kann. Ja, das sieht gut aus. Genau, hier links müsste es dann... Alter, warum bin ich denn davor nicht lang gefahren? Ach so, warte mal, das ist die Brücke. Doch, doch, wir kommen doch hier auf die Brücke. Genau, und hier hört der Weg auf und dann geht es hier ein bisschen durch die Wiese. Genau so war das. Ich glaube, das war der einzige Grund, warum ich es nicht gepeilt habe, weil ich den Weg hier vergessen hatte. So, dürfen wir denn bitte wieder ohne Blaulicht rein? Wenn ich mich nicht täusche, habe ich in der Version Jagd mich dieses Schrankenskript drin. Hier nicht. Oh. Assault on the bus. Auf geht's, Leute. Da wurde im Bus violent assault on a person on the bus. Da geht er mal gar nicht. Direkt hier vor Fort San Kudo wurde jemand sehr, sehr schwer angegangen. Den schnappen wir uns, den Typen. Natürlich wieder Handbremse, ganz logisch. Hier nur gepanzerte Fahrzeuge. Ich finde das immer noch kurios. Sehr kurios. So, der Herr. Vorsicht bitte. Windwort. Aha, was ist hier los? Wer flüchtet da? Der Herr? Hören Sie auf zu flüchten. Hallo, Sie da. Ganz ruhig bleiben bitte, ja? Was ist los hier bei Ihnen? Einmal hier Perso. Sie sind ein bisschen am Rumschwitzen, der Herr, ne? Hallo, hallo, hallo. Nein, 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 nicht wegrennen. Schön hier geblieben. Ja, Sie können nicht einfach wieder mitgehen. Aber weg hier. Nein, 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 nein. Sie bleiben jetzt hier. Was machen Sie die ganze Zeit? Warum rennen Sie die ganze Zeit hin und her wie so ein Verrückter? Haben Sie irgendwie Hummel? Hallo? Einmal noch, ne? Dann werden Sie getasert. Beim nächsten Mal, wenn Sie nochmal so einen Step machen, ist Taserei an. Dann machen Sie... Bzzz. Ah, alles klar. Ciao. Oh Gott, Leute. Er ist immun. Er ist immun. Feuer! Oh mein Gott, ich kann ihn nicht mal töten! Ah! Was ist los mit dem? Aliens! Was zum Fick? Entschuldigung, hallo? Warum kann ich den... Warum kann ich den Typen nicht töten? Was ist hier los bei Ihnen? Was ist hier los? Was ist hier passiert? Warum... hat er den jetzt überfahren gerade? Vielleicht hat er den Job erledigt. Nein, er lebt immer noch weiter. Okay, wir ignorieren das einfach mal. Ah, so, guten Tag. Ja, drehen Sie mit mir. Alles gut, sehr gut. Ja, ja, red weiter, komm. Ja, Dialog. He might be a mental... Ja, ja, er ist betrogen, er ist krank, alles klar. Er ist vielleicht auch ein Alien und ist ein Schrank, Alter. Was weiß denn ich, ey? Unglaublich. Ja, danke, danke für nichts. So, ich versuche jetzt nochmal mit ihm zu reden. Ey, pass mal auf, ich nehme mal meine Waffen runter, okay? Ich nehme nur meine Taschenlampe. Verstehen wir uns? Ich leuchte sie nur mal an. Tut mir leid, dass ich gerade auf Sie geschossen habe, ja? Also, ich möchte ja auch, ganz ehrlich, ich möchte ja den ersten guten Kontakt haben mit Außerirdischen, ja? Und wenn Sie einer davon sind, dann tut es mir wirklich leid, aber ich werde Sie jetzt trotzdem erstmal festnehmen. Ja, aber das geht nicht. Ja, Sie können nicht einfach hier alienmäßig auftauchen und angeschossen werden, ja? Das ist auf jeden Fall nicht möglich. Tut mir wirklich leid. Ah, ah! Oh, 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 oh! Die Aliens, ich will sie... Ah, ah, ah! Und wieder schießen, töten und schießen, töten und schießen. Das ist gut. Einmal das Magazin reinballern. Sehr gut. Komplett durch, durch, durch. Alles klar. Sehr gut. Gute Arbeit. Also ganz ehrlich, Leute. Ich bin schockiert. Ja. Also gut. Der war definitiv ein böser Alien. Der hat eine Waffe rausgeholt. Der Typ da vorne kriegt sich gar nicht mehr ein. Bruder, pass mal auf. Ey, hallo. Hallo. Ich bin da. Alles gut. Entspannen Sie sich. Sind Sie ein Freund von dem Herrn, der da vorne gerade Motorrad geklaut hat? Alles gut, okay, guck mal, jetzt bedankt er sich bei mir. Ey, ist gar kein Thema. Ich bin doch auf deiner Seite, Mr. Army-Mann. Ja, wir sind doch cool miteinander. Schau mich doch mal an hier. Auf meinem Helm steht Born to Die, Mann. Ich mach alles für dich. Alles. Das ist mein Job. Komm gut nach Hause und wenn du jetzt über die Straße gehst, pass bitte auf, ne? Ja, Leute, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt Aliens waren oder ob das einfach nur ein ganz normaler Einsatz war. Ich glaube, ich habe mit Platzpatronen geschossen. Wobei, man hat die Löcher gesehen auf seinem T-Shirt, ne?
bin mir noch nicht ganz sicher, was genau das war. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Hashtag Verdacht. Warum wir den nicht töten konnten und warum er jetzt tot ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee. Obtain Plate Number. Nein, Corona. Wobei, eigentlich würde ich eher die Müller vorholen für so einen Typen wie den. Er hat es gar nicht verdient, beerdigt zu werden. So, den Motorrad packen wir auf jeden Fall auch mal weg. Ich würde sagen, Tor-Service machen wir natürlich der gute Herr Neuland. Vorsicht bitte, ich laufe hier lang. Dankeschön. Der Mond ist schön, ne? Der Mond, das ist ja ein Traum auf dir. So. Der Rest ist mir eigentlich egal. Deswegen würde ich sagen, wir fahren mal los. Ich habe auf jeden Fall das Fahrzeug gesichert, die Person durchsucht und eigentlich alles gemacht, was ich brauche. Bin zufrieden. So, Herr Neuland hat das Motorrad sich geholt. Sehr gut. Auch noch ein paar Euro verdient mit mir. So muss es sein. So, dann fahren wir wieder zurück auf die Military Base. Ich weiß nicht, darf ich hier schon abbiegen? Nee, ne? Muss ich mich ganz komisch hier abbiegen. Gut. Und dann einmal zurück. So, die Schranke werden sie wahrscheinlich schon wieder repariert haben auf dem Weg, wo ich rausgefahren bin. Klingt aber ganz geil hier, wenn man hier so drüber fährt, ne? Oh, und langsamer werden. Oh, mein Auto ist schon auch ein bisschen dreckig geworden, ne? Na gut, die sind auch ein bisschen rumgefahren. So, einmal Schranke kaputt machen. Danke. Sehr gut, weiter. Achso. Man, hey, Duftcrafter, sei gegrüßt. Wer zum Beispiel auch mal live dabei sein möchte, Leute, Ralfinger TV auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergessen habe, als angepinnter Kommentar. So, was beobachten denn die Jungs hier? Ein bisschen suspekt sind sie mir. Hier ist doch einfach nur der Parkplatz. Hey Kollegen, was geht ab bei euch so? Warum steht ihr denn hier so schwer bewaffnet in der Gegend rum? Also, verstehe ich jetzt nicht ganz. Alles gut soweit bei euch? Dann auch mit dem Kollegen. Okay, verdächtig. Einfach nur verdächtig in meinen Augen. Okay. Nine of them cause saw a suspicious back. Code 3. Wir haben... Oh, okay, jetzt wird's spannend. Anscheinend explosive... Ist es Munition? Auf jeden Fall hat jemand beobachtet, der anscheinend auch mit unserer Militärbase zu tun hat. Oder wie eine Person, die mit der Militärbase, danke für die Schranke, zu tun hat, irgendwas da an der Tankstelle gelassen. Jetzt natürlich die Frage, wenn man da hinkommt, ist das ein Anschlag, ein Versuchter? Ich meine, das ist eine Tankstelle. Da kann einiges in die Luft gehen. Und a yellow circle, a suspicious black bag. Also wir suchen erstmal die gepanzerten Fahrzeuge hier, wie gesagt. Ich verstehe es nicht, diese Kreuzung ist super weird. Aber wir suchen erstmal eine... Oh, nicht bremsen, Alter. Jesus Christ. Eine Tasche, eine schwarze. Die, wie gesagt, möglicherweise Sprengstoff enthält. Das ist halt so gar nicht meins. Aber gut, ich bin ja born to die und so. Vielleicht ist das mein letzter Einsatz hier in Los Santos fürs Militär. Auf jeden Fall fahre ich erstmal ohne Sirene dahin, um nicht allzu sehr Panik zu verbreiten. Hallo, alles gut bei Ihnen? Herr Busfahrer? Vielleicht haben die durch den Funk beim Busunternehmen schon durchgegeben, dass da vorne Sprengstoff gefunden wurde. Und deswegen haben die gesagt, fahr mal lieber nicht weiter, um die Personen und die Passagiere nicht in Gefahr zu bringen. Aber geil, dass der restliche Verkehr noch fährt. So, ich mach mal eine Sirene mal aus. Okay. So, wir sind hier angekommen, Leute. Wobei, ich mache meine Sirene mal an. Also sagen wir so, das Blaulicht. Um die Leute zu warnen, dass hier Gefahrenzone ist. So, dann schauen wir jetzt mal. Wir suchen, wie gesagt, eine schwarze Tasche. Dafür nehmen wir natürlich auch eine Taschenlampe. Suspicious Black Bag. Wir gucken erst mal hier drüben. Bei dem LKW-Anhänger. Hier ist nur Müll. Hier ist eine Burgertüte.
Hier in der Ecke sehe ich erstmal nichts. So, dann schauen wir mal, ob wir dann bei der Tankstelle selbst irgendwas sehen. Hier an den Zapfsäulen. Oh, da vorne. Ich glaube, ich habe sie, Leute. Da vorne zwischen den beiden Säulen. Seht ihr diese Tasche? Hier. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich kann aber keinen Kanister aufheben. Ah, das sieht auch schwer nach Sprengstoff aus, Leute. Da ist definitiv Sprengstoff drin. Also, Livestream-Chat, drückt mir die Daumen. Ich muss da jetzt hin und den Sprengstoff entschärfen. Deswegen, Chat, ich brauche eure Hilfe. Sobald ich da rangehe, sagt ihr mir, was ich tun soll. 3, 2, 1. Ah, okay, ich muss näher dran. In 3, 2, 1. Numpad 1, Yellow Wire. Numpad 2, Red. Hallo, Busfahrer, Alter! Ey! Alter! Was zur Hölle war das? Also, Numpad 1, 2 oder 3. Numpad 1, Gelb, 2, Rot, 3, Blau. Duftcrafter schreibt 2. Mongo HDX schreibt. Jetzt sag ich schon Mongo, entschuldige bitte. Mango. Das schreibt auch 2. Das heißt, wir sind bis jetzt bei rotem Kabel. Sergeant Carlo sagt 2. Coleman sagt 2. Dann kommt Licht mit 3, der erste, der für das schwarze Kabel ist. Dann haben wir 1, 2, 1, 2, 1 und dann haben wir. Oh je. Von Mango, nicht Mongo. Wie gesagt, Sprachfehler, mein Fehler. Ja? Sorry. Also, wir haben die 1 oder die 2. Die 2 kam sehr oft als erstes, also Leute. Kurz tief durchatmen. Die 2, it is. In 3, 2, 1. You cut the red wire, please wait. Wir warten. Okay. Er ist noch nicht entschärft, ist aber noch nicht explodiert, Leute. 1 oder 3, Chat. 1 oder 3. Wir haben noch die Wahl. Ihr seid jetzt dann. Guck mal, die Sonne scheint auch gleich wieder. 1 oder 3, Leute, Chat. Also, Tomatensaft schreibt 1. Carlo sagt 1. Coleman sagt 1. Fox ist der Einzige, der 3 schreibt. Hehehe, ja, sagt 1. Es wird die 1, Leute. Sarah Kors hat auch die 1. Let's go. In 3, 2, 1 drücken wir die 1. Jetzt. You cut the yellow wire, press white. Oh, nice. Und dann Nummer 3. You cut the black wire, please wait. You have successfully disarmed the... Chat! Vielen, vielen Chat. Chat, ich bedanke mich. Chat, vielen herzlichen Dank. Boom, nix boom. Wir haben es geschafft. Sau gut, ey. Standing Ovations. Alle mal bitte, alle mal auch auf YouTube. Hashtag liebe Twitch-Chat. Weil, sehr geil. Wir haben einfach die Bombe entschärft, Leute. Ich lebe noch. Gute Arbeit. Also ganz ehrlich, ich hätte nie erwartet, wenn ich den Chat irgendwas machen lasse, dass ich danach noch sagen kann, ich lebe. Deswegen bedanke ich mich von ganzem Herzen, dass ich überlebt habe. Und hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, auf Twitch mal wieder zu streamen. Und YouTube, schreibt mir mal in die Kommentare, ob das mit der Facecam eine gute Idee ist. Ansonsten bedanke ich mich, wünsche euch noch einen tollen Tag. Weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Und lasst bitte ein Like da und einen Kommentar, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen zu kitzeln. Weil meine Videos eben leider dann doch nicht so oft geguckt werden. Schade, aber ich habe ja euch. Deswegen bedanke ich mich. Bin draußen, macht's gut. Ciao, ciao. Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los? Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch.